Rasante Unterhaltung. Präsentiert von Courtyard bei Marriott Hotels. Die Akteure der Tourenwagen-Weltmeisterschaft sind fast komplett jetzt auf ihre Einführungsrunde gegangen. Der achte Lauf der Saison 2009 steht auf dem Programm. Das Auto von Tom Coronel ist noch nicht ganz fertiggestellt nach dem Motorwechsel. Auch Ladegin wird aus der Boxengasse nachstarten. Trotzdem volles Feld hier in Po auf der Pole Position. Da haben wir Orla Menü, gefolgt von zahlreichen BMWs, vor allen Dingen von Franz Engstler, dem Privatier, der es wieder geschafft hat, mit seinem Liqui-Moly BMW sich da vorne zu platzieren. Siebter war im Ziel, damit zweiter Startplatz, gefolgt von Jörg Müller und Andy Prio. Es wird also gleich beim Start eine ganz, ganz enge Kiste werden. 19 Runden stehen hier auf dem Programm auf der 2,76 Kilometer langen Rennstrecke, dem Leitplankenkanal von Po, wo die 69. Auflage des großen Preises von Po zur Austragung kommt. Entsprechend das Interesse, das große Interesse der Zuschauer, und wir sind sicher, dass wir da einige spektakuläre Aufnahmen wiederum ins heimische Wohnzimmer bei Ihnen liefern können, weil die Rennen hier in Odi sorgen immer für Spektakel. Stefano der Erste, den müssen wir nach dem ersten Lauf, nach einem kräftigen Abflug hier abschreiben. Gibt es also einiges zu tun bis zum nächsten Durchgang in 14 Tagen für die Wichers-Truppe, die ja im Prinzip zwei Fahrzeuge haben und je nach Gelegenheit auch das zweite Fahrzeug weiter vermieten, so wie hier an diesem Wochenende an Casenave. So, also die Piloten fahren jetzt in ihre Parkposition, in ihre Startpositionen rein. Die Reifen sind auf Temperatur gebracht, die Bremsen vor allen Dingen auch auf Temperatur gebracht. Orla Menü wird derjenige sein, der von Pol aus ins Rennen geht. Achten sollten wir vielleicht ein klein wenig mehr auf Franz Engstler, der direkt neben ihm steht, auf die BMWs, die traditionell mit dem heckgetriebenen Auto besser aus dem stehenden Start oder vom stehenden Start wegkommen. Also es wird spannend werden. Die letzten Fahrzeuge stehen bald und ja, da kommt auch gleich das grüne Tuch. Das grüne Tuch zeigt an, alles klar, Startposition eingenommen, und dann wird die Ampel entsprechend auf rot geschaltet und jetzt können wir uns gefasst machen auf den Start. Menü mit der besseren Linie, nämlich der kurzen Weg, und von hinten drängen sie bereits. Menü kommt gut weg, sehr guter Start auch von Portiero. Ja, Franz Engstler ist auf jeden Fall vorbei, Portiero auch zumindest mal neben Menü, und das Franz wird Engstler führt das Rennen an. Sensationell. Und jawohl, dahinter Menü rempelt sich an Portiero vorbei. Ja, da werden schon die Ellenbogen ordentlich. Und der Knalls, ja. Das ist eine Folge dieser Kollision gewesen. Jörg Müller mit dabei. Jörg Müller ist raus. Auch beschädigt das Auto von Andy Prio. Das war eine Kettenreaktion. Und Hernandez gegen Portiero. Das kennt man. Das, ja, das war klar. Portiero schickt hier Hernandez wiederum ins Abseits. Meine Güte, das war so klar wie Kloßbrühe, dass die beiden sich wieder in die Karre fahren. Also die beiden, die sollten. Und Fahrfuß touchiert hier Herrn Portiero. Meine Güte. Ja, das spielt alles den Seat in die Hände. Also haben sich einige BMWs eliminiert. Friedhelm Lohn sollte mal den einen oder anderen mal richtig durchschütteln. Wenn sie und da geht der nächste schmeißt seinen schwarzen Seat da in die Planke. Also das wird nicht mehr lange dauern. Jetzt wird das Safety Car kommen müssen wohl. Jetzt fährt er als wahre Schikane durch die Schikane. Ja. Hinterradaufhängung gebrochen. Ja, mein lieber Gesangfeige, jetzt hier wieder zur Sache. Jetzt würde ich gerne die Wiederholung sehen. Ausgang Kurve 2. Da war nämlich die Aktion, wo sich Menü innen neben Portiero gerempelt hat. Und dann ging es hinterher kunterbunt zur Sache. Ja, für Jörg ist das Rennen gelaufen. Schade, nachdem er im ersten Durchgang noch aufs Treppchen fahren konnte. Und Safety Car kommt raus. Ja, war klar. Schade, dass Safety Car kommt für Franz Engstler. Ja, und jetzt touchiert der Franz Engstler das Safety Car. Der Safety Car kommt aus der Boxengasse raus und fährt den Franz Engstler genau vors Auto. Wo gibt's denn sowas? Was ist das denn, bitteschön? Also eine ganz skurrile Geschichte. Und das Auto von Hernandez fängt auch noch an zu kokeln. Also das Chaos, was wir hier im Fahrerlager politisch erlebt haben, setzt sich jetzt auf der Rennstrecke leider auch noch fest. Da war der Hernandez weitergefahren und dann hat die Kiste angefangen zu brennen. Franz Engstler ist okay, das ist schon mal wichtig. Da kommt Kurt Remel und der glaubt natürlich auch nicht. Was war das denn? Der jetzt fährt den einfach vors Auto. Ja, da hat der Franz Engstler keine Chance. Meine Güte. Und das Rennen ist abgebrochen. Meine Güte. Also das war Dummheiten, da sage ich jetzt ganz klar die Offiziellen. Das war eine Dummheit kaum zu überbieten. Die gelben Flaggen waren draußen. Okay, die hat der Franz Engstler sehen können. Aber dass das Safety Car fast im 90-Grad-Winkel in die Linie reinfährt, also das haben wir der Form auch noch nicht gesehen.
Rot erstmal, das Rennen ist unterbrochen. Jetzt gibt es hier eine längere Aufräumzeit. Wichtig ist, alle sind okay, auch unser Safety Car. Fahrer. So, und jetzt können wir das Ganze nochmal in aller Ruhe aufbereiten. Franz Engster mit dem besten Start übernimmt die Führung. Alamenü muss zunächst Portero vorbeiziehen lassen und jetzt geht jetzt er in die Lücke. Aktion, ja. So, und jetzt muss der Kameramann bitte mitschwenken, weil jetzt kommt nämlich die entscheidende Situation. Die beiden kommen da aneinander. Hier können wir es sehen, dass das der Jörg außen. So, und Jörg wird jetzt wieder getroffen vom Prio. Ja, ja. Das hatten wir den Kognitiver da auch schon mal. Ja. Der Jörg war außen, also. So, na, da sehen wir, wie Jörg Müller sich zurückquält Richtung Boxengasse. Aber damit war das Chaos noch längst nicht zu Ende. Mal sehen, ob wir noch die anderen Aktionen alle sehen. So, da geht Boardman als nächstes ab, nachdem Hernandez vorher abgeschossen wurde. Ja, Boardmans Aufhängung war gebrochen. So, und das hier, die beiden, also die gehören mir wirklich mit dem Kopf ordentlich aneinander gedusselt. Es ist unfassbar, was die beiden sich hier leisten. Jedes Rennen aufs Neue. Ich denke mal, aber Hauptprotagonist war hier der Felix Portero, der den Hernandez umgedreht hat. Ja, aber ich meine, das sind ja immer die gleichen. Also, naja gut, sei es drum, so eliminiert man sich selbst aus dem Rennen. So, das ist natürlich die Möglichkeit, um schnell noch hier entsprechend das Federbein zu wechseln, um Jörg vielleicht wieder ins Rennen reinzuschicken. Aber diese Aktion hier, das ist also an Kuriositäten kaum zu überbieten. Entschuldige Uwe, aber selten dämlich. Da mitten in die Ideallinie rauszufahren mit dem Safety Car. Und das Traurige dabei ist, das Team von Franz Engstler ist bei weitem finanziell nicht so gut gebettet wie die Werksteams. Und ja, bei Chevrolet kann man ein neues Safety Car ordern. Ja, der war vielleicht noch Vollkasko versichert. Nur es ist, wie du sagst, also hier wird jede Menge auch vielleicht sogar eigenes Geld in die Hand genommen, um fahren zu können. Und dann so eine Aktion, also das ist schon sehr, sehr bitter. Tja, Dirk, du hast immer wieder betont, der Chevrolet Cruze, ein schönes Auto, und dieses schöne Auto wird jetzt hier mutwillig zerstört, indem man hier direkt in die Linie von Franz Engstler. Ja, guck dir das an. Ja, was soll er denn machen? Was soll er denn machen? Also, dass hier einer Safety Car abschießen muss, das ist schon echt hart. Also, nur der Franz wird sagen, ja bitte, was sollte ich denn machen? Wie kommst du denn überhaupt die Idee, auf die Ideallinie rauszufahren? Tja, hier hat man jetzt nur das Feld erstmal eingefangen. Jetzt wird also in aller Ruhe erstmal aufgeräumt. So, dass das Safety Car hier auch einem Ausfall zum Opfer fällt, das hätten wir jetzt wirklich nicht ahnen können. Also der Cruze, nochmal dazu zu sagen, der Chevrolet Cruze ist in der Rennversion ein wirklich bildhübsches Auto. Mit dieser Lackierung hat man sich sehr viel Mühe gegeben, also hat man sich schön was einfallen lassen. So, der Wagen hier. Da ist der Franz. Ja, und er wird auch vor dem Mikrofon sagen, ja, was soll ich denn machen? Welcher Hornochse hat denn da am Steuer gesessen? Wie würden andere sagen, erst Fahrsicherheitstraining, dann Safety Car fahren? Ja, er hat auch noch versucht vorbeizuziehen, aber die Lücke war einfach. Ja, was soll er denn machen? Der Junge, in diesem Turmwagen ist kein ABS mit drin. Das heißt, er hat natürlich voll gebremst, hat die Bremse gelöst, wollte irgendwo vorbei. Ja, und er fährt eben da in die Parade. Das neue Safety Car ist da. So kann man die Absatzzahlen des Cruze ein bisschen pushen. Ja, sowas haben wir auch noch nicht erlebt. Nee. Also ein spektakuläres Wochenende oder ein diskussionsreiches Wochenende findet hier auch einen merkwürdigen weiteren Höhepunkt. Ja, Andy Priot reißt mir jetzt die Stoßstange bzw. ja, die Plastikteile ab. Das ist weiter kein Problem. Wenn ich noch den Unterboden oder der Innenkotflügel auch noch mit rausgerissen. Gut, nur das Teil wäre, jetzt schmeißen sie das Auto auch noch fast runter. An den Teich dahinter, ne? Da hat es hingehört. Wie kommt denn der Österreicher dahin? Da war, glaube ich, Österreichs Kennzeichen drauf, ja? Hat es ein bisschen verfahren. Ja, die ziehen in den ganzen Tross mit. Ja, guck dir Felix Porteros Auto an, da weißt du, was da läuft. Also das Tape von Lauf 1 hat nur entsprechend auf der linken Seite geholfen. Bei Jörg Müller schraubt man noch fleißig drum rum. Alles ist durcheinander gewürfelt. So, und somit ist es nämlich so, dass Tarquini plötzlich auf Rang 6 und Ivan Müller auf Rang 7 sind. Aber, wir wissen noch nicht, wie die Startaufstellung gleich sein wird. Ob man nach Runde 1 den Stand nimmt, da waren die gelben Flaggen draußen für das Safety Car. In Runde 2 kam die rote Flagge, das heißt normalerweise minus einer Runde würde dann also Stand nach Runde 1 bedeuten. Und da haben wir bereits auch schon die TDIs auf den Plätzen 7 und folgende, die sich aus diesen ganzen Scharmützeln rausgehalten haben. Hier nochmal der Start.
Ja, der Franz Engstler hatte also durchdrehende Räder, ist aber gut weggekommen. Ja, und dann hinter, da war also eine Menü, der hat schon, jetzt zieht er raus. Also die Aktion, die war auch schon hart, aber da flogen auch schon die ein oder anderen Teile. Hier mal zu sehen aus der Onboard von Fahrfuß. Ja, der Jörg war außen, der, ja, und jetzt, zack, ja, ja. Nicht, dass der Auguste Fafos auch noch an Andy Priot dran war. Das sah nämlich eng aus. Schauen wir mal. Hier aus Jörg sicher, da geht dem, klar, der Andy wird rausgetragen, der Jörg ist noch daneben. Klatsch, fahren die beiden in die Kiste. Da ja. Geht Boardman fliegen. Heftiges Übersteuern mit den Frontreblern. Ja, das heftige Übersteuern, das wird wohl schon gewesen sein, weil die Hinterradaufhängung schon verbogen war. Ja, das hier war mit Ansage. Spanisches Duell mit bekanntem Ausgang. Tja. Also die Nummer, die werden wir noch öfter sehen. Ja, und jetzt werden wir den Franz Engstler mal ans Mikrofon bitten, der mit Sicherheit noch ziemlich blass sein wird aufgrund dieser unangenehmen Begegnung. Tja, was war los, Franz? Ich bin gerade runtergefahren. Sehe das Zeichen Safety Car. Bin dann schon etwas langsamer gefahren. Aber man kann da nicht natürlich einfach bremsen. Und man kann da nicht einfach runterbremsen. Dann sehe ich das Safety Car, wie es direkt rauszieht auf die linke Seite. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich hatte keine Chance, da vernünftig zu bremsen. Hab versucht, da vorbeizufahren, aber hatte keine Chance. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Von innen nach ganz ausziehen, sorry. Das. Ja, Dirk, hast du aus Fahrersicht genauso gesehen? Da haben wir kein Verständnis dafür. Nein. Also, ich sag mal, wenn der Safety Car rauskommt, das war ja zum einen ein bisschen spät. So, aber dann bleibt man doch bitte schön innen. Wo will der denn hin, bitte? Wo will der denn hin? Also. Es hat sich in vielen Serien bewährt, dass man da permanente Safety-Car-Fahrer hat. Das wäre vielleicht ja. Jetzt auch ein Verbesserungsvorschlag. Absolut, absolut. Ja, also mit ein bisschen Sachverstand vom Motorsport wäre da jeder rausgefahren. Der Franz hätte ja neben ihm fahren können und er hätte kurz gebremst. Alles wäre gut gewesen, aber dass er den vor das Auto fährt. Ja, also was soll der Kurt Dremel machen? Die beiden haben das ganze Team hat einen guten Job gemacht. Und auch der Franz sagt, ja Junge, was soll ich denn machen? Wenn ich voll bremse, stillstehende Räder können keine Lenkkräfte übertragen. Wäre es gerade ausgegangen, wäre ich ihn reingefahren. Ich habe die Bremse gelöst, habe versucht links vorbeizufahren und dann und der fährt immer weiter nach links. Also es gab ja schon mal eine ähnlich kuriose Situation. Uwe, du wirst dich erinnern, als alter Motorsportveteran auf der AWUS in Berlin, wo ein Formelauto in ein ONS-Auto reingeknallt ist. Da waren wieder die Österreicher, Alex Wurz. Genau, da war der Alex Wurz, ja. Ja. Aber das hier wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Werden wir bestimmt noch öfter zu sehen bekommen, diese Aktion. Was ärgerlich ist, der ganze Spaß ist richtig teuer. Ich denke jetzt weniger an Chevrolet Cruze, sondern ich denke an den armen Franz Engstler. Genau, weil das ist ja nicht so, liebe Zuschauer, dass man jetzt sagt, ja, mein Freund, du bist schuld, du bezahlst. Nee, hier bezahlt jeder seine eigene Rechnung. Und von daher trifft das so ein Privatteam schon sehr hart. Ich meine, der Franz Engstler hat ja jede Menge Autos in seinem Team zur Betreuung auch. Setzt ja die Autos in mehreren Meisterschaften ein, auch in der deutschen Procar. Aber das ist nun natürlich das Auto Nummer 1, was er jetzt hier fährt. Christian Paulsen hat ja sein eigenes Auto am Start. Das wird ja im Prinzip von den Mannen rund um Franz Engstler bei den Wochenenden betreut. Also das gibt wahrscheinlich eine größere Ersatzteilrechnung, diese Aktion, die wir da gerade gesehen haben. Hier sehen wir das Auto gestaucht. Ja. Und der ist ja auch mit ordentlich Schmackes da eingeschlagen. Also erstmal in den Cruise rein, in das Safety Car und dann noch in die andere Seite. Also das war schon ein Treffer der Güteklasse A. Also das wird ein Loch ins Budget reißen. Ja, und vor allen Dingen 0 Punkte. Und in einer Top-Ausgangsposition. Ja gut, Felix Portiere wird lachen, weil Tom Coronel, der steht immer noch in der Boxengasse, auch ein Rivale in der Privatfahrerwertung. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das Auto von Felix Portiere nach all diesen Raufereien auch noch so richtig normal fährt. Und Stichwort Tom Coronel, ich glaube, der ist jetzt auch in der Boxengasse bereit. Das Auto schien optisch weitestgehend fertiggestellt zu sein, aber er ist noch nicht rausgefahren. Mal sehen, was er zu berichten hat. Tom, there's been drama on the track, but it ja, Drama auf der Strecke, aber das könnte ihr Vorteil sein. Natürlich eine schöne Gelegenheit für mich, dass ich das Rennen doch noch fahren kann.
Und wenn wir fahren, können wir auf jeden Fall Punkte sammeln. Wir haben zwar keine Kupplung, aber die braucht der Tom Coronel nicht. Wofür eine Kupplung? Gut, das vielleicht auch mal kurz erklären. Wie kann das funktionieren ohne Clutch, ohne Kupplung? Das kann ganz einfach funktionieren. Ich sag mal, das Anfahren wird das Schwierigste sein. Von daher wird der Tom gleich angeschoben. Er wird im zweiten Gang angeschoben. Zum Hochschalten braucht er sowieso keine Kupplung. Die Fahrzeuge werden unter Volllast hochgeschaltet. Da ist ein kleiner Sensor, der erkennt, wenn am Schalthebel gezogen wird, dann gibt es eine kurze Zündunterbrechung. Das ist ein Power-Shift. Deshalb knallen die Fahrzeuge auch immer so und dann fliegt auch gerne mal eine Flamme noch ordentlich hinten aus dem Auspuff, weil einfach die Zündung für einen kleinen Moment unterbrochen wird. Das ist eigentlich so, Sie können sich das vorstellen, vielleicht wenn Sie beim Auto kurz vorm Gas gehen, dann hätten Sie einen ähnlichen Effekt. Hier natürlich deutlich schneller. Beim Zurückschalten sollte man dann doch die Kupplung benutzen. Aber es ist durchaus möglich, auch ohne Kupplung zurückzuschalten. Das ist zwar nicht so gesund fürs Getriebe. Im Nassen halb so wild kann man das hinbekommen. Wenn es ins Nasse geht, wird es ein bisschen schwierig, weil die Räder doch dann schon mal schneller blockieren. Am Auto von Jörg Müller wird noch heftigst geschraubt und das ist schon Wahnsinn, wie so Autos innerhalb kürzester Zeit wieder rennfit gemacht werden. Ja, die Mechaniker in der Schnitzer Mannschaft sind natürlich sehr, sehr erfahren, gerade aufgrund ihrer zahlreichen Langstreckenrennen, die man früher mit Erfolg zurückgelegt hat. Da muss man ja auch öfters schon mal so grobe, rustikale, ja, Reparaturen durchführen. Mit jeder Menge Tape erreicht man manchmal Wunderdinge. Die spannende Frage ist, an welchem Startplatz aus er gleich ins Rennen gehen wird. Er war 22. Nach der ersten Runde. Und wir müssen mal schauen, ob das Rennen komplett neu gestartet wird oder über eine verkürzte Distanz mutmaßlich, weil der Kraftstoff, der ist ja für 19 Runden ausgelegt gewesen. Also da sind noch ein paar Dinge, die wir von der Rennleitung noch an Informationen benötigen. Jörg ist auf jeden Fall im Auto sitzen geblieben, um gleich von der Boxengasse oder wo auch immer starten zu können. Also er war außen, hat natürlich gehofft, dass Prio auch innen bleibt, aber Prio kommt raus. Ja, und da kommt der Treffer halt, ne? Ja, auf dem Weg zurück in die Box. So, wieso ist das überhaupt passiert? Also er ist natürlich dann außen eingeschlagen und auf dem Weg zur Leitplanke hin ist auch dieser hohe Bordstein. Und da ist er genau mit der Felge hängen geblieben. So, der wird noch kurz vermessen. Zumindest mal der Sturz wird entsprechend eingestellt. So, da wird noch ganz schnell die Richtarbeiten gemacht. Das heißt, wir sind jetzt bei der Feinkosmetik. Das Grobe haben wir ja, hier ja, das Grobe ist, genau. Und der Rest wird gemacht, also Spur wird eingestellt, Sturz eingestellt und das machen die Jungs wirklich so wieselflink. Das ist schon der helle Wahnsinn. War ja auch im letzten Jahr, als Augusto Farfus hier, ja, vor 2 Jahren, als Augusto Farfus abgeflogen ist, der hat sein Auto in dieser schnellen Schikane von Turn 6 und 7 entsprechend aufs Kreuz gelegt, aufs Dach gelegt und die Jungs haben über Nacht das Auto hinbekommen und am nächsten Tag hat Augusto Farfus dieses Rennen gewinnen können. Das zeigt also, wie gut die Jungs sind. Und ja, wenn man dann mal ans Detail gehen würde, da wird man schon sehen, die ein oder andere Beule. Aber sei es drum, solange das Auto schnell fährt, ist dem Fahrer erstmal gerade egal. Und der Rest wird entsprechend mit Tape gemacht, das wichtigste Utensil im Motorsport. Und vor allen Dingen freuen wir uns gleich auf einen Jörg Müller mit einem richtig dicken Hals, versuchen wird, sich da durchzuflügen. Und er hat noch einige TDIs vor sich, die er ganz besonders auf der Liste hat. Vor allen Dingen einen mit italienischem Fahrer besetzten TDI, der Startnummer 2. Rob Huff, der hat sich auch raushalten können aus diesen ganzen Raufereien. Der ist bereits wieder Fünfter, also vom 8. Startplatz aus ins Rennen gegangen. Und bei Tom Coronel scheint jetzt die Fortsetzung des Rennens anzustehen. Gleich durch die Boxengasse fahren, um das Rennen halt am Ende des Feldes aufzunehmen. Auch Tom Coronel wird die Reise gleich aufnehmen. Ja, der Tom muss angeschoben werden. Er hat keine Kupplung, wie er uns eben im Interview verraten hat. Von daher muss er angeschoben werden. Renndistanz wird nach wie vor mit 19 Runden hier angegeben. Jetzt haben wir natürlich im Reglement den Passus, dass die ersten beiden Runden hinter dem Safety Car üblicherweise nicht angerechnet werden auf die Distanz. Also würden wir eine Verlängerung auf 21 Runden erwarten können. So sollte es nach dem Reglement geschehen. Aber nach all den Wirrungen und Überraschungen, die wir hier in diesen Wochen erlebt haben, würde es mich nicht wundern, wenn auch da nochmal eine Veränderung eintritt. Also wir gehen im Moment noch von 19 Runden aus. Die Distanz ja klassisch in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Kurze, knackige Rennen
50 Kilometer pro Lauf. Dieser eben gesehene Versuch, der war uns ein bisschen zu knackig. Deshalb also auch die längere Reparaturpause. Und die Akteure aus der Boxengasse warten jetzt darauf, dass sie gleich dem Feld hinterherfahren können. Die Frage ist, wann dürfen sie es? Jetzt schon, während der Einführungsrunde, oder müssen sie erst, ja, da sind sie. Das hätte ich dir auch sagen können. Ich möchte den Zuschauern jetzt nicht darstellen, wie deine Kopfbewegung aussah. Ja, und Eduardo Freitas klärt das letzte Detail noch mit Charlie Lamm. Eduardo Freitas wird jetzt wieder auf seinen Turm klettern, um das Rennen gleich wieder freizugeben. Wichtig natürlich auch jetzt wieder die optimale Reifentemperatur zu bekommen. Anspannung natürlich bei allen Beteiligten, auch bei der Chevrolet-Truppe. Die spannende Frage für mich wird gleich sein, wird Augusto Farfus direkt versuchen, über Portiero herzufallen? Das sind zwar meine Kollegen, aber die fahren in gegnerischen Teams und der Portiero, der hat nur eins im Sinn, nämlich einen Titel bei den Privatiers. Ja, aber der Portiero ist ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht gereift, sondern aggressiver geworden. Also er fährt jetzt auf dem zweiten Platz. Warum soll er hier nicht sagen, hier Freunde, ich will das Rennen sogar gewinnen? Auf so einem Kurs ist das durchaus möglich. Lassen wir uns überraschen, aber Augusto Farfus will natürlich vorbei. Aber da ist einmal Werksteam gegen Privatteam und da ist er halt raus. Naja, es wird knifflig. Also Alamenü bremst das Feld ein, um jetzt zu beschleunigen. Ja, damit ist das Rennen wieder freigegeben. Oh, Portiero ist auf jeden Fall dran geblieben. Er hat sich also da nicht abschütteln lassen. Und auch Augusto Farfus ist mit von der... Und wird jetzt angreifen. Am Ende starren sie gerade, wenn es in die Rechtskurve hineingeht. Vielleicht das erste Mal. Nein, hält sich noch zurück. Also Menü führt vor Portiero, Farfus und Haft. So die Reihenfolge auf den ersten Metern. Grünes Tuch überall draußen. Das heißt also im Moment freie Fahrt. Mal sehen, wie lang. Haff attackiert hier Farfus, der fährt bereits nach innen. Ja, und danach kommen die sehr Diesel. Ja, zunächst noch ein britischer Zweikampf zwischen Rob Haff und Andy Priot. Und er versucht außenrum jetzt. Also da hat er vielleicht was abgeguckt von Tom Coronel. Von Tom Coronel, genau, in Lauf Nummer 1. Aber das hat nicht funktioniert. Er hat sich auf jeden Fall mal daneben gesetzt. So, da vorne geht jetzt die Jagd los auf Alamenü. Das, was der Rob Huff im ersten Durchgang par excellence gezeigt hat, nämlich das Rennen im Rückspiegel zu kontrollieren. Er hat alle Angriffsversuche abgewehrt. Genau das wird jetzt Alamenü versuchen zu kopieren. Und für Jörg Müller gibt es eine Drive-Thru-Penalty. Spannende Frage ist, warum? Und da wurde schon mal wieder angeklopft. Andy Priot hat bei Rob Huff schon mal sich bemerkbar gemacht. So, du als alter Regelkenner, Dirk, warum bekommt der Jörg jetzt eine Drive-Thru-Penalty? Also das kann ich jetzt nicht sagen, warum, weshalb. Vielleicht ist noch was vorgefallen. Vielleicht hat es auch mit dem Start noch zu tun aus dem ersten Rennen. Keine Ahnung. Rio schiebt hier Rob Huff ein wenig vor sich her, aber das Ganze ist absolut fair. Und hinter Priot kommt bereits Gabriele Tacchini. Hier kommt die Drive-Thru-Penalty. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Charlie Lamm eben im Gespräch mit Eduardo Freitas war. Dass da schon der Hinweis vom Rennleiter kam, das und das habt ihr euch erlaubt. Den Privatier ist natürlich klar. Für Portiero und Farfus wird da angeschoben von Huff und Priot. Fährt er ganz schön über die hohe Bordsteinkante. Muss man nicht übertreiben. So, vorne. Vorne hat Menü die Sache bislang im Griff. Hier geht es dann auch innen über die Bordsteine, rechts, links. Spektakulärer Sprung gerade von Rob Huff. Und Portiero schafft es nach wie vor, den Schnitzer Werkspiloten Farfus hinter sich zu halten. So, was haben wir jetzt für eine Einspielung? Larini geht hier an Genet vorbei. Das Ganze ein paar Plätze weiter hinten auf Platz 14, so in etwa müsste das gewesen sein. So, jetzt geht es wieder die Startziege gerade runter. Moment, die Abstände relativ groß, da werden wir jetzt wohl keinen direkten Angriff erleben. Menü setzt sich da ab. Ja, die müssen jetzt aufpassen vorne. Oh, und dann wieder ein leichter Drift von Augusto Farfus.
So, und jetzt kommt der Angriff. Das ist der Angriff. Ja, das war aber klar. Der lässt jetzt alle vorbei. Ja, gut. Weil er hat die Warnblinkanlage oder die Lichtstufe angemacht, der Augusto Farfus, nach dem Motto, komm, lass mich durch. Aber dass dann alle anderen noch vorbeirutschen, das war, glaube ich, nicht so geplant. Nee. Allerdings, es gibt eine 2-2-Penalty für Felix Portiero, wahrscheinlich aufgrund der Rauferei. Und deshalb lässt er sie jetzt alle passieren. Das hat er dann gut gemacht. Drive-Thru für ihn. So, da auch die Frage, warum, weshalb, könnte mit der Rangelei eben, mit der Rangelei eben zu tun haben. Ja. So, und hier sehen Sie, wie eng es zugeht. Also die Autos müssen schon stabil gebaut sein. Oh, da wird wieder heftigst Kampflinie gefahren. Rob Huff, der macht sich wieder breit wie ein Scheunentor. So, und dem Annie Briot, dem, was soll er machen? Also, der wird langsam ziemlich stinkig unter seinem Helm. Der will natürlich da vorne vorbei. Er sieht nämlich, dass Alain Menu vorne mächtig anzieht und richtig Gas gibt. Und er sieht auch, dass sich Farfus von Rob Huff absetzen kann. Also, der Speed wäre da, aber er muss vorbei, um diese Performance umsetzen zu können. Der Menü fährt mit 1:24.0 eine super schnelle Runde, also 0,4 schneller wie Farfus. So, aber jetzt werden die Karten für Farfus neu gemischt. Also Rob Huff war doch so ein bisschen der Bremsklotz in diesem Quartett vorne. Quartiero war jetzt in der Box, nimmt das Rennen wieder auf. Und wir sehen es jetzt auch eingeblendet, schnellste Rennrunde geht an den Genfer. Jetzt müsste irgendwann der Angriff kommen. Also bald hat der Andy Priot die Fatzen dicke. Das Klopfen wird heftiger. Ja, aber jetzt hat er wiederum einen Schnörkel gehabt, als er da beim Rausbeschleunigen wieder den Bordstein was unsanft getroffen hat. Prompt setzt sich da Rob Huff wieder ein paar Meter ab. Ja, der Frontgetriebene kann auch hier früher aufs Gas gehen, weil er hier kein Power-Oversteering haben kann. Wie denn auch mit dem frontgetriebenen Auto. Von daher sind die Chevrolets hier recht gut bedient mit ihrem Frontantrieb. Hier im Bild nicht zu sehen, aber Gabriele Tacchini ist jetzt auf Platz 5. Alex Zanardi schnappt sich hier Eric Cairol. Ja, sehr schöne Aktion. Und die beiden Zanardi, ganz sauber. Franzosen, Cairol und Cazenave direkt hintereinander. Und Priok kriegt die Verwarnungsflagge. Also die Rennleitung sagt, hör mal zu, diese Rempler, und das waren eigentlich nur leichte Touchierungen, die wollen wir nicht mehr sehen. So, schwarz-weiße Flagge, was ist das überhaupt? Sie können sich das damit erklären, mit der gelben Karte im Fußball, wo man sagt, oh Junge, wir sehen jetzt schon, was du davor hast, und jetzt reicht es aber auch. Wenn er eine schwarze Flagge bekommen sollte, ist das Rennen für ihn beendet. Dann muss er sofort die Box aufsuchen. Nein, jetzt kommt der Angriff. Nein, abgewehrt von Rob Huff. Man hat den Eindruck, an diesem Wochenende will die FIA in vielen Dingen Klarheit schaffen. Was die harten Manöver anbetrifft, zieht man jetzt sehr frühzeitig die gelbe Karte und er verwarnt hier den Andy Priot, was die Technik anbetrifft, nach der Großuntersuchung aller Fahrzeuge gestern Abend. Und hier ist Cardia, die beiden Franzosen. Cazenave schickt hier Cairol in die, nein, nicht die schmutzige in die Linie zumindest. Ja. Aber nicht in die Leitplanke. Hier schön zu sehen, wie eng es hier wirklich ist. Also Benani, der gefällt uns super. Ja. Der Junge macht uns wirklich Spaß, hat einen tollen Auftritt in seinem Heimatland geliefert. Und auch hier stellt er sich sehr, sehr gut an. So, während Augusto Farfus jetzt erkannt hat, dass er die Pace durchaus mitgehen kann. Ja, da haben wir Tom Coronel wieder im Rennen. Er wird aber von den Laders hier massenweise überholt. Ja, ihm geht es ja eigentlich nur darum, am Start zu sein. So, Augusto Farfus war in der letzten Runde ganze 0,3 schneller als Alain Menu. Also, da geht es nochmal richtig zur Sache. Auch jetzt hat er wieder ein paar Meter aufholen können. Also, da vorne ist noch nichts entschieden. Die ersten vier haben sich aber abgesetzt und danach kommt das breit gefächerte Mittelfeld. Wir haben den Teamkollegen von Franz Engster, Christian Paulsen, der ja auch ein sportlich anspruchsvolles Programm vorhat. Rob Huff da etwas spät auf der Bremse. Ja. Paulsen wird nämlich an den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Le Mans auch noch teilnehmen. Also herrlich. Er ist sehr, sehr vielseitig. Ja. Herrlich, auch hier wieder Power Oversteering bei Andy Briot. Also schön zu sehen, aber Quer ist nicht schnell. Also er bekommt die Kraft des Fahrzeuges nicht so umgesetzt, dass das Auto auch wirklich schon nach vorne schiebt, sondern entsprechend immer mit einem leichten Übersteuern quittiert. Hier sind wir wieder bei den Privatiers. Und Larini mittendrin. Und mittendrin Nicola Larini, der nach dem frühen Ausfall im ersten Durchgang natürlich jetzt versucht, Boden gut zu machen. Ja, wenn wir sehen, Cazenave auf Rang 9, das ist schon eine tolle Leistung. Schnappt sich hier Ricard Riedel.
Ja, auch keine Gegenwehr. Keine Gegenwehr, was? Null Gegenwehr. Entsprechend müsste das jetzt Kasenav. Ja. Ja, aber die kämpfen nicht um den sechsten Platz, sondern um den achten Platz. Daniela Zanardi beobachtet das 3 Mios Mannes draußen. So, Alex entsprechend auf der achten Position. Also eine muntere Truppe haben wir da zusammen. Jetzt wird Alex versuchen natürlich an Ivan Moller vorbeizugehen und das, was wir bisher gesehen haben, lässt nicht vermuten, dass es da eine kräftige Gegenwehr gibt. Ja. Tarquini auf 5, Ivan Moller 6, Zanardi 7, Riedel 8 und Kasenav schon auf Rang 9. Also. Ja, Kasenav liegt damit auch in Führung bei den Privatiers. Also er kann es vielleicht wiederholen. Und Andy Breo versucht wieder hier irgendwo doch noch einen Weg vorbeizufinden. Und da geht ein sehr gegen Riedel. Ja, da hat Kasenav vielleicht ein bisschen nachgeholfen. War ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte den Eindruck, dass Richard Riedel das... So, jetzt vielleicht sehen wir ein bisschen nach. Doch, also doch, Zanardi doch, schnappt doch, sich erwartungsgemäß Ivan Moller. Ja gut, aber ja. Kasenav und schickt Riedel genau da, wo eben Hernandez kurzzeitig geparkt hat. Ja. So, ich bin mal gespannt, ob der jetzt auch in irgendeiner Form verwarnt wird. Der steht auf jeden Fall mal jetzt falsch rum. Da kam Portiero. Falsch rum durch die Einbahnstraße. Ja, jetzt haben wir gerade Halbzeit im Rennen. So, aber ordentlich geht es hier wieder zur Sache. So, vorne die ersten vier. Da wird es auch heiß bleiben. Menü in Front vor Fahrfuß. Rob Huff, Andy Brio, die haben sich abgesetzt. Und dann kommt diese Truppe hier mit Tarquini, Müller, Zanardi, Riedel und Riedel nicht mehr und Kasenav. Und hier vorne, da wird gleich der Baum brennen. Tja, der Baum von Alain Menü oder Augusto Fahrfuß. Augusto Fahrfuß ist jetzt rangefahren. Und auch Rob Huff und Brio sind nicht mehr weit dahinter. Und wir haben jetzt quasi noch die zweite Rennhälfte vor uns. Man hat ja die eine Runde hinter dem Safety Car jetzt aufgeschlagen. Das heißt, die spannende Frage wird auch heißen, wer geht am besten mit den Reifen um? Normalerweise die heckgetriebenen BMWs da leicht im Vorteil. Und jetzt Alex Zanardi gegen seinen Landsmann Gabriele Tarquini. Der ist ja in Marrakesch gefahren als Stenter unter Drogen. Also so ruhig haben wir den in all den Jahren noch nicht gesehen. Ja, da gab es Beruhigungspillen vor dem Rennen. Und jetzt mal sehen, ob die Wirkung noch anhält. Das zu beweisen kann er gleich, nämlich Alex Zanardi angreift. Hey. Ein Marder, Jahrverlagen, schnappt sich hier Marin Kolak. Ja, so geht's. Also erstaunlich, dass der Lader sich hier mal einen schnappt. Aber schön zu sehen, ganz sauber gemacht. Jahrverlagen ist ja kein Unbekannter, also der Junge, der kann richtig gut Auto fahren. Hat ja auch schon so einiges bewegt. Den Porsche Supercup zählt er zu den ganz schnellen. Und das hat auch einen Grund, dass Lada sich seine Dienste gesichert hat. Ja, da gibt es einen Dreijahresvertrag und er hofft natürlich dann auch auf besseres Material, was ja angekündigt ist. Wenn wir uns jetzt wieder auf den Kampf an der Spitze konzentrieren, Augusto Fahrfuß feilt da so ein bisschen an den Hundertsteln, aber in der letzten Runde hat er ein paar Zehntel verloren. Ja, ein paar Zehntel. So, und jetzt achten wir auf das italienische Duell. Tarquini gegen Zanardi. Zwei alte Haudegen im Zweikampf. Gabriele Tarquini, zweitältester Pilot im Starterfeld. Der älteste, der steht bereits in der Box, der Franz Engstler. So, und jetzt gute Gelegenheit zu überholen. Ja, auch vorbeigewunken. Nee, Freunde. Gut, sei es drum, Zanardi ist auf jeden Fall, war ein sauberes Manöver, aber auch keine Gegenwehr von Tarquini. Oh, Benani in der Box, schade. Was sehen wir hier? Ah, wieder die Super Slow-Mo. Unfassbar, wie die Autos hier durch diese Schikane geballert werden. Herrlich. Schade, unser Afrikaner, also offensichtlich aus dem Rennen. Tja, und was sagst du, Uwe? Augusto Fahrfuß ist dran. So, jetzt ist die Frage. In Lauf 1 hat es Rob Huff geschafft, über Runden hinweg eine ganze Meute hinter sich zu halten, ist die Frage, ob es Menü schafft, auch Fahrfuß hinter sich zu halten. Also vom Erfahrungswert her hat natürlich Alain Menü noch einiges mehr in die Waagschale zu werfen und deshalb bin ich mir sicher, der ist sowas von abgekocht, dass er da sicherlich auch alles daran setzen kann und wird. Und jetzt, ja, jetzt immer noch mal das Vorbeiwinken, wie du es genannt hast. Ja, nicht vorbei, aber nicht wehren. Also selbst wenn auf einem Startkurs jemand hinter dir fährt, der ein bisschen schneller ist, den hältst du hinter dir. Sonst hätte auch Rob Huff nicht gewinnen können. Hätte der genauso agiert wie Tarquini, dann wäre Rob Huff im ersten Lauf Sechster geworden.
Da ist Annie Priot wieder dran, aber er muss sich zurückhalten, nachdem er eben verwarnt wurde. Kann da nicht mehr anklopfen. Ansonsten gibt es wieder eine Drive-Thru-Penalty. Davon haben wir jetzt ein paar erlebt. Tom Cornell auf der 21. Gesamtposition. Das wäre ungefähr Platz 6 oder 7 bei den Privatiers. Jeder Punkt zählt. Ja. Und wenn es sieht so aus, als würden die beiden Lokalmatadoren hier die ersten Plätze unter sich aufteilen. Kasenach und Kai Roll in der Privatfahrerwertung. Jörg Müller schnappt sich Marin Kollack. Müsste ungefähr jetzt die 19. Position sein. Also da geht nicht mehr allzu viel voran. Kann nur hoffen, dass der eine oder andere vielleicht noch die Leitplanke hier küsst, dass er sich da dadurch verbessern kann. Weil ansonsten aus eigener Kraft die Punkte zu fahren, wird kaum möglich sein. Auch wenn wir jetzt noch knapp 8 Runden zu fahren haben. Joanne immer gut gelaunt. Hat auch am Wochenende einige Höhen und Tiefen mitnehmen müssen. Und jetzt gibt es die nächste Durchfahrtsstrafe. Und das war zu erwarten. Laurent Cazenave, der Ricard Ridel eben angestoßen hat, muss in Führung liegen bei den Privatfahrern, die Boxengasse ansteuern. Also da geht die Rennleitung an diesem Wochenende deutlich strenger mit den Piloten um, als wir es bisher erlebt haben. Also offensichtlich will man jetzt ein bisschen Disziplin einfordern, das, was man vielleicht lange Zeit ein bisschen vernachlässigt hat. Ja, dadurch Carroll jetzt in Führung. Noch nicht, aber das wird er gleich übernehmen. Quersteher von Laurent Cazenave und Jörg Müller wird jetzt an Jaap van Lagen vorbeigehen. Das ist eigentlich inzwischen so der beliebteste Überholpunkt hier vor der Brücke. Ja, ja, wenn einer mitspielt. Also wenn man nicht möchte, dass da überholt wird, dann überholt da auch keiner. Und nur Jaap van Lagen weiß genau, den Jörg kann er nicht halten. Der BMW ist einfach deutlich stärker oder noch deutlich stärker. Das ist genau wie du eben gesagt hattest. Also bei Lada wartet man auf das neue Auto, was ja in Kürze zum Renneinsatz kommen soll. Dazwischen will man noch eine Tuningstufe bei dem Motor zünden. Das Ganze in 14 Tagen Valencia. Aber der große Sprung soll da mit dem Priora kommen. Also die ersten Zeichen, die wir gesehen haben, da sieht das Auto schon schnell aus. Hoffentlich dann auch auf der Strecke. Bart Mampe, Teamchef von Annie Priot, konzentriert. Oh, Rob Huff, der fährt genau diese Kampflinie. Also der wirft überall die Tür zu, wo es auch nur geht. Deshalb der Andy Priot, der wird mal versuchen, weit aus dem Spiegel rauszufahren. Na, das ist die Kampflinie, die ich eben meinte. So, da fährt man mal Mitte Straße. Dann genau, das, Linie, nämlich, das ist der Orientierungspunkt. Genau. Dann hat es das Thema erledigt und auch in der nächsten Kurve bleibt man innen. Aber jetzt? Ja, da muss, also wenn, dann muss man da eine Aktion reiten und da muss man auch durchziehen. Also dann entweder knallt es da oder ich sag mal, dass der Rob vielleicht erkennt, okay, jetzt steht er fast neben mir, wenn ich jetzt nicht aufmache, sind wir beide raus. Also auf sowas wird es rauslaufen, aber der Andy Priot, bekannt als Punktehamsterer, also zu so einer Harakiri-Aktion wird er sich sicherlich nicht so einfach hinreißen lassen. Er sollte vielleicht dann ein bisschen so Nachhilfe bei Takini einholen. Sieht da üblicherweise von Marrakesch und hier mal abgesehen kräftiger durch. Nur mit so zarten Mitteln wird der Andy Priot nicht vorbeigehen nee. Können. Er hilft wirklich nur die Brechstange. Ja, oder er bleibt eben hinter Huff. Er versucht natürlich irgendwie Rob Huff in einen Fehler reinzuzwingen. Nur wenn der vorne keinen Fehler macht und von hinten, wenn er sich sagt, okay, diese Punkte sind mir wichtiger als noch ein Platz nach vorne, dann wird sich daran nichts verändern. Ja, die beiden Doppel, die und wieder gleichen sich, barfuß hinter Menü, ohne Chance zu attackieren und gleiches bei Priot und Huff, weil natürlich die Attacken von Priot langsam ein bisschen härter werden, aber durch die Bank immer fair, muss man sagen. Also ich kann mich an kein böses Foul von Andy Priot erinnern, in all den Jahren nicht. Da ist die Durchfahrtsstreife von Laurent Cazenave, der damit die Führung abgibt an Eric Cayrol, den vierfachen Tourenwagenmeister aus Frankreich. Beim Rausbeschleunigen aus der Haarnadel, wenn es hier hoch geht, dann verliert Priot immer wieder ein paar Meter. Wenn diese Schikane da, wo gesprungen wird, da ist er wieder dran. Da scheint das Fahrwerk des BMWs etwas besser zu funktionieren. Erik Carroll, der Spitzenreiter bei den Privatiers. Allerdings Paulsen ist gar nicht so weit dahinter. Dazwischen ist noch Nicola Larini als Werkspilot. Dann haben wir die drei. Für Paulsen natürlich auch ein schönes Ergebnis hier. Und vor allen Dingen, er wäre bester Dauerstarter in der Hendrix Trophy, weil Carroll fährt hier nur einen Gasstart.
also von denen, die permanent dabei sind, wäre Paulsen jetzt hier der Beste. Wir sind jetzt im letzten Rennviertel. Vorsprung von Ola Menü beträgt gerade mal 0,3 Sekunden, aber das reicht im Moment. Da ist die Frage, ob da noch der Angriff kommt. Ja, was soll er da machen? Also er kann bis auf die Stoßstange ranfahren, aber... Die Verteilung jetzt hier in den ersten fünf, ähnlich wie wir es im ersten Durchgang erlebt haben. Chevrolet und BMW. Also jetzt ist man dann auf den Verfolgerplätzen 6, 7 und 8 unterwegs, weil Carol ja auf einen Benziner vertraut. So, Zanardi, ein schöner fünfter Platz. Ja, da ein schönes Rennen gezeigt. Der Alex Zanardi, Erik Carol nach wie vor Nicola Larini. Und dahinter ist jetzt auch Christian Paulsen dicht herangefahren. Der Däne, der ja seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Also aus dem hohen Norden, Teamkollege vom Allgäuer, also da kommen wirklich die Extreme zueinander, was die Wohnorte in Deutschland anbetrifft. Ein wohnt an der dänischen Grenze, der andere fast an der österreichischen, aber sie bilden ein gutes Team, haben auch viel Spaß miteinander, wobei dem Franz heute der Spaß ein bisschen vergangen ist, nach der Aktion eben mit dem Safety Car. Ja. Einer der wenigen Augenblicken, wo man den Franz mal mit dem dicken Hals gesehen hat, ansonsten ist er immer so gut gelaunt. Und hat auch wirklich schöne Ergebnisse, insbesondere seit Macau im letzten Jahr nach Hause gefahren. Auch Marrakesch war hier wieder ein absolut gelungenes Wochenende. Das Thema ist, er hätte bei diesem Rennen auf dem Podium stehen können, vielleicht sogar gewinnen können. Also, dass du dann vom Safety Car abgeräumt wirst und es kostet noch dein eigenes Geld, dann darf man auch mal einen Hals haben. Aber Verständnis für. Tja, Fahrfuß studiert die Linie von Ola Menü, so wie er das eben mit Rob Hart gemacht hat. Aber mittlerweile. Also die Linie, die hier gefahren wird, die ist klar. Und es scheint aber so zu sein, als ob Menü die Sache im Griff hat und die Sache kontrolliert. Es ist aber schön zu sehen mit diesen Aufnahmen, wie eng es hier wirklich ist. Also und wie hier durch die Stadt geknallt wird. Der helle Wahnsinn. Also, die Jungs, die müssen echt schon alle ordentlich den Nagel durch den Helm geschossen haben. Wenn man das sieht, live vor Ort, wenn man sich an diese Schikane stellt und die Fahrzeuge fahren da durch, ist es Wahnsinn. Also, Po hat auch in diesem Jahr wieder für Furore gesorgt. Spektakuläre Bilder hatten wir erwartet, waren dann auch ein bisschen spektakulärer, als zu rechnen war, wie auch immer. Ola Menü fährt jetzt in die vorletzte Runde hinein, wird nochmal versuchen, auf den letzten gut 5 Kilometer den Brasilianer hinter sich zu halten. Gleiches gilt für Rob Huff, der nach wie vor bislang alle Attacken von Andy Priot abwehren konnte. Ja, aber es ist kein Weg. Tom Coronel fährt hier bezeichnenderweise jetzt vor Portiere. Und jetzt könnte es aber spannend werden. Jetzt stehen nämlich die Fahrzeuge zur Überrundung an. Portiere und auch Coronel. Portiere macht Platz. Sehr fair. Wahrscheinlich wird man ihm signalisiert haben, pass auf, dein Konto, was so Fehltaten anbetrifft, ist hier im Po schon aufgefüllt. Larini greift hier Kairol an. Aber da geht es ja um einen Punkt. Deshalb ist der Nicola Larini jetzt am Attackieren. Noch bei Nicola Larini wissen wir, dass er... Und Paulsen aus. Paulsen mit einem Problem, technische Probleme offensichtlich. Antriebswelle? Fragezeichen. Ja, jetzt kann Carol theoretisch auch Larini vorbeilassen. Der Sieg in der Privatfahrerwertung ist nicht gefährdet. Ach Mensch, das ist auch nicht das Wochenende des Engstler-Teams. Ja, Einsatz mangelt es dem guten Nicola hier nicht. Nee. So, Coronel macht auch schön brav Platz, will da nicht eingreifen, jetzt in der letzten Runde im Kampf um den Laufsieg. Ola Menü, Augusto Farfus, Rob Huff und Priot. So heißen diese beiden Pärchen, die jetzt seit vielen Runden unterwegs sind. Tom Coronel wird auch jetzt Huff und Priot ziehen lassen, da bin ich mir sicher. Aber für einen ernsthaften Angriff reicht es leider nicht mehr. Jetzt wäre die letzte Gelegenheit, den Angriff zu platzieren, aber Huff macht die Tür zu, Thema erledigt.
Oh, da ist er und reitet mit Larini zusammen. Ja, heftiger Abflug hier in der Schlussphase. Da liegt Rad samt Aufhängung von Erika Rollen. Das war eine Folge des Abflugs. Und Rennabbruch. Und das bedeutet, Paulsen ist in Wertung. Glück gehabt. Heftig havariertes Fahrzeug von Erika Roll, der hier auch bei seinem Heimspiel kein Glück hat. Ja, er kommt aber trotzdem in Wertung. Er gewinnt. Trotz des Auslösers hier, dieses Rennabbruchs. Zweimal rote Flagge hier in Po. Und klar ist, das Rennen wird nicht mehr gestartet werden. Das ist natürlich logisch. Das heißt, Alain Menu feiert hier seinen 10. Sieg in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Der 4. Sieg in Folge für Chevrolet mit dem neuen Cruise. Da wird der Erik Neef über alle Backen heute strahlen. Das ist auch klar. So wird er natürlich auch rechtfertigen und sagen, okay, du siehst, welche Wichtigkeit dieser erste Startplatz hier hat. Ja, Gratulation in der Chevrolet-Box. Frau Menü ist zufrieden und Erika Roll krabbert aus dem Frack heraus. Tja, und auch Larinis Auto ist da stark beschädigt nach dieser Kettenreaktion. Ja, da, wenn es dann losgeht mit dem Ping-Pong im Leitplankenkanal, ja, dann konnte auch Larini eigentlich nichts mehr machen. Wir werden die Szene sicherlich nochmal sehen. Tja, hier feiert man im Chevrolet-Team. Das 4. Rennen in Folge siegt man das Ganze unter sehr, sehr spektakulären Bedingungen. Na gut, Erika Roll hat eine Versicherung als Sponsor. Hoffentlich ist das Auto auch versichert. Räubert er links in die Leitplanke rein, kommt zurück. Der erste Aufprall von Karol war auch schon heftig. Da ist die Tür aufgeflogen oder weggeflogen und dann Larini hat keine Chance auszuweichen. Es war fast so eine Doublette eben mit dem Safety Car und Franz Engstler. Keine Chance, sich da vorbei zu winnen. Ja, die Rennen in Po immer wieder für viel Dramatik gut. Schade für ihn, aber Hauptsache hat den Sieg in der Privatfahrerwertung. Der weiß wahrscheinlich noch gar nicht von seinem Glück. Er muss nämlich jetzt zu Fuß zur Siegerehrung laufen, dort wo Alain Menu sich feiern lässt bei seinem 10. Erfolg. Ja, Carol ist ja nicht so weit weg. Also er ist ja mehr oder weniger gestrandet direkt auf der Startzielgeraden. Von daher der Weg nicht so weit. Alain Menu ein Sieg mehr. Also der Junge hat schon einige davon auf dem Konto. Jetzt hoffen wir, dass die Zeitnahme uns auch den Stand nach 19 Runden einblendet, beziehungsweise 18 Runden müsste, glaube ich, dann die Wertung sein. Augusto Farfus, zweimal Zweiter, auch ein gutes Wochenende für ihn hier, wo er schon zweimal siegen konnte. Ja, super Wochenende. Also ganz, ganz, ganz viele Punkte gesammelt und die Seats ja hier entsprechend mit relativ wenig Punkten, dass überhaupt welche gemacht haben, ist dann doch schon fast verwunderlich. Ja, aber Tarquini und Ivan Müller haben entsprechend noch ein paar Pünktchen mitgenommen. Es wird spannender werden in der Meisterschaft. Was man sagen muss, es wurde hart durchgegriffen von der FIA und von daher kann man nur hoffen, dass es jetzt mal klare Gesetze gibt für die Zukunft und nicht dieses Hin und Her Gedingel mit wer darf was, sondern dass hier wirklich hart durchgezogen wird. Und ja, man kann nur hoffen, dass es nicht zu spät ist, dass der eine oder andere hier schon sagt, danke, uns reicht's, bei diesem Kasperle-Theater mitzumachen. Vor allem hinter den Kulissen, der Sport, der hier geboten wird, ist vom allerfeinsten, wie wir heute wieder gesehen haben. Also in 14 Tagen sind wir dann schlauer. Vielleicht haben sich die Gemüter etwas beruhigt. Also jetzt werden die Fahrer und Fahrzeuge wieder alle eingeladen. So auch Nicola Larini und Augusto Farfus rundum happy. Das ist der beste Punktesammler offensichtlich am Rennsonntag. Aber auch Rob Huff, auch mit reichlich Punkten gesegnet. Einmal Erster, einmal Dritter. Also auch er kann rundherum happy sein. Wenn wir die Piloten einfangen, um zügig Richtung Siegerehrung zu laufen, die wir wahrscheinlich heute vorenthalten müssen, weil wir aufgrund der erheblichen Verspätung und des ersten Startversuches dann zügig umschalten werden zum Giro d'Italia. Ja, das Auto von Paulsen auf dem Abschleppwagen, aber er ist trotzdem noch Zweiter in der Independence Trophy und da haben wir jetzt Alain Menu. Erster Sieg 2000 und
9 und erneut der Sieg in Po. Ja, ich bin natürlich zufrieden. Marrakesch, da war ich schnell. Da hätte ich normalerweise auch gewinnen sollen, da hatte ich ein bisschen Pech. Heute hat für Chevrolet alles gut funktioniert. Das Auto war klasse. Und Farfus hat natürlich eine Menge Druck gemacht. Ja, skurril ist, Chevrolet Safety Car räumt den Gegner von Alain Menu ab und der gewinnt dann auch das Rennen. Auf jeden Fall, man hat bewiesen, den Cruz hat man sehr schnell siegfähig gemacht, auch ohne irgendwelche Zugeständnisse, was die Gewichte anbetrifft. Das hat man spätestens jetzt hier in Po bewiesen, wo die Fahrzeuge identische Zuladung haben, wie die BMWs, wie die Seats. So, also das Ergebnis, Alain Menu feiert seinen 10. Erfolg vor Augusto Farfus und Rob Huff. Andy Prios Angriffe blieben unbelohnt, bleibt auf Platz 4 stehen und Alex Zanardi freut sich sicherlich auch über die 5. Position, gefolgt von den Seat-Piloten Tarquini und Ivan Muller. Die Privatfahrerwertung, die gewinnt Eric Carroll, bevor er sein Auto in die Leitplanke gesteckt hat. Also Carroll, Laufsieger bei den Privatiers vor Paulsen und Kasenav, der ebenfalls hier bei seinem Heimspiel auch noch schöne Punkte sammelt, bei seinem einmaligen Gastspiel sicherlich. Alain Menu auf dem Weg zum Podest, das wir Ihnen heute nachreichen werden bei Motorsports Weekend. Das war's von einem spektakulären Wochenende der Tourenwagen-WM in Po.